Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin eure Jessica Parker live aus Berlin und ich bin heute nicht alleine, sondern hab die Weinhaus dabei. Ja, die Weinhaus dabei, meine Tochter. Wir gehen heute natürlich auch wieder auf den Weihnachtsmarkt. Denn es ist ja die Jahreszeit des Festes der Liebe und ich habe ein beschissenes Gesicht mit diesem Fischauge. Warte mal, so ist besser. Warte mal. Dein Outfit ist natürlich schöner als meins. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, geknechtete, gequälte, tote Tiere. Nein, es ist Plastik. Ich habe einen Plastikfunk. Wir wollen keinen Shitstorm jetzt verursachen. Ja, ich finde, mein Make-up sieht wirklich fantastisch aus. Das ist halt wie eine Disco, ne? Aber es ist schön. Und diesmal dachten wir uns, da wir beide West-Berlinerinnen sind und gerne in West-Berlin wohnen, gehen wir diesmal zum Breitscheidplatz. Am Breitscheidplatz ist es halt dahingehend einfach historisch wertvoll, weil da diese sonderbare, zerstückelte Kirche steht. Das ist die Gedächtniskirche. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche steht am Breitscheidplatz. Die Kaiser waren ja auch wahnsinnig beschissen. Also Rosa von Braunheim hat mal gesagt, Berlin ist die Geschmack loseste Stadt Deutschlands. Und das stimmt. Wir sind jetzt Wittenbergplatz ausgestiegen. Wittenbergplatz ist an der U1 und einer der ältesten U-Bahnhöfe Berlins, weil die U1 ist, sagt der Name schon, die erste U-Bahnlinie Berlins gewesen. Und ihr kennt ganz sicher auch noch meine Tante Tiffy Exhibition, die sagt man Expedition hier an den Kudamm. Hallo, ich bin heute wieder in Berlin für euch unterwegs und zwar heute im Goldenen Westen und zwar am Wittenbergplatz. Hier beginnt auch der Kurfürstendamm. Die Jessica, ja, das ist die kleine Jessie, ne? Ja. Haben wir viel mitgespielt damals auch, ne? Da gab es ja so einen Vorfall, aber das ist egal, komm. Das ist gleich der Kudamm, das ist der Townscene. Der Kudamm endet, fängt erst danach an. Da ist das KDW. Jetzt haben wir aber auch einen sehr schönen Blick auf die sehr schöne Kirche. Ja, da hinten ist nämlich schon die Gedächtniskirche. Und natürlich, der Glockenturm der Moderne aus den 60er Jahren ist wie immer eingerüstet. Der wird ja auch nonstop eigentlich da renoviert. Was willst denn wir eigentlich im KDW machen? Ach, du willst da wirklich pullern? Weil ein YouTube-User von mir hat gesagt, die Weihnachts ist das Ordinärste, was er jemals gesehen hat. Und da bin ich. Ja, hab ich dir doch. Das hab ich doch gepostet. Ja, das ja, der liebt mich eigentlich heimlich. Der ist selber transvestit und wahnsinnig geschmacklos. Ach so. Deswegen, das ist so wie die Leute, wie mit den Leuten, die immer die Schwulen verkloppen. Weißt, ja. Die hauen immer nur auf den Schwulen drauf, weil sie selber schwul sind. Verachten heißt vermeiden, sagt mein Therapeut immer. Das Klo ist viel schöner als bei Galeria. Ja, also ich meine, sie sind ja auch hier. KDW. Riecht aber trotzdem nach Kacke auf. Es riecht auch hier ein bisschen nach Kohl, das stimmt. So, wir sind jetzt auf dem Klo. Und wir werden jetzt die Kamera heimlich in die Hüfte nehmen. Und dann werden wir in Weihnachtsbäume fassen. Wer es noch nicht weiß, warum wir das machen, der guckt bitte Jahr das Video vom letzten Jahr. Tschüss. Ja. Ja, ja, ich hab die ganze Zeit schon. Nee, in die großen musst du. Ach so. Du musst in die großen. Vielleicht hier so? Ja, da. Also die Weihnachts hat wirklich sehr professionell in den Baum gefasst, Weinhaus. Ich bin mittlerweile ausgebildete Baumfasserin. Ich habe nämlich in diesem Jahr über den Sommer eine Ausbildung zur international anerkannten Baumfasserin in der IHK gemacht. Ach so. IHK gemacht. Du hast also jetzt einen Abschluss in Baumfasserie. Ja. Ach, ihr Hütchenspieler. Weißt du, dass da immer noch Leute mitmachen bei diesen Hütchenspielen? Ich meine, ist doch völlig klar, dass man da betrogen wird. Hier, also hier am Townziehen, da ist Glück um Kloppenburg und jetzt fangen hier schon die Unterschichtenbuten an. Ja, ja. So. Wollt ihr dich ficken? Ja, und er hat gesagt, Madame, Madame. Da hab ich gemeint, ich bin ein Mann. Und das ist so ein Laden, der heißt Uniqlo. Ich finde den Namen ein bisschen eklig. Da auf dem Uniqlo gibt es eigentlich immer nur Cruising, aber früher war das so in der TU. Ja. Das ist schon so weihnachtlich jetzt gerade. Das ist unerträglich. Da ist Rossmann. Rossmange. Ja, ich mache Rossmann-Ding. Getränke Rossmann. Wir sind wieder bei Getränke Rossmann, weil wir brauchen. Wir brauchen Getränke, was brauchen Abschied. Wir denn? So, im Winter ist es ja immer so schlimm, weil immer wenn man in Läden reingeht, ist das so heiß, dass man fast nicht sterben möchte. Mir schwitzt sogar die Nase innen drin. Ich muss immer zu so machen. Und die Weinhaus, die hat gesagt, meine eine Wimper geht ab. Und dann stellen wir uns da schön hin. Und dann werden wir da kurz einen Glühwein zurzeln. Weil mir ist heute so weihnachtlich. Und wie oft haben Sie Transvestiten als Kunden hier so? Ich habe es halt so. Heute ist mein dritter Tag. Heute ist dein dritter Tag? Also die letzten zwei Tage waren noch nicht so viele Transvestiten, was? Nee.
Hast du nichts verpasst? Lass doch mal die arme Frau in Ruhe jetzt, Weinhaus. Meine Güte. Ich will dir nur Tipps geben, falls neue dran sind. Kommen die nicht so freundlich sind wie wir. Wir sind da gar nicht so freundlich. Ich war wohl gerade wahnsinnig freundlich. Das stimmt, ja. Gut, jetzt bezahlen. Die Tanten sind immer sehr böse und wenn die böse zu dir sind, dann schlägst du. Oh Gott, die quatscht schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt halt die Schnauze und beweg dich nicht. Ding Dingchen. Ding Dingchen. So ihr Mäuse, es befindet sich direkt vor uns jetzt gleich das Europa Center. Das Europa Center ist das allerälteste erste Einkaufscenter Deutschlands. Das wurde damals in den 60er Jahren hier am Tauentzien gebaut. Auch eines der wunderschönsten 60er Jahre Hochhäuser hier in Berlin. Hier im Europa Center ist übrigens auch mein Fitnessstudio. Aber das zeige ich euch heute nicht. So, und früher, da war hier auf dieser Wasserfläche, die jetzt da ist und da so ein Café drin ist, war früher eine Eisbahn. Jetzt aber nicht mehr. Und wenn man hier reinkommt, dann riecht es immer nach Schwimmbad. Und hier ist auch so eine süße Kinderweihnachtswelt. Guck mal hier, das ist die berühmte Uhr. Da kann man nämlich die Zeit ablesen. Und zwar, pass auf. Es ist jetzt eins. Es ist eins und da sind die Minuten. 1.30 Uhr ist es jetzt. Also 13.30 Uhr. Weißt du, was es in 10 Minuten ist? 1.40 Uhr. Richtig. Und hier und ist die Weihnachtswelt für mich wahnsinnig geschmacklos. Also es ist nicht geschmacklos, sondern es hat wirklich einen sehr besonderen, beschissenen Geschmack. Besonders, man kann hier durch Europa reisen. Hier ich habe halt das Gefühl, dieses Erdhörnchen oder was auch immer das ist, das macht einen Hitlergruß mit meinem Arm. So, das Europa Center hat den Charme von vergangenen Zeiten. Und es hat auch zum Glück einen Ausgang. Weil der Berliner an sich mochte es schon immer, baulichen Wahrzeichen so Spitznamen zu geben. Ja. Deshalb heißt der Funkturm ja Langer Lulatsch. Das Haus der Kultur in der Welt heißt Schwangere Auster. Und hier sehen wir jetzt die Puderdose und den neuen Glockenturm. Ja. Nennt man Lipstick, Lippenstift. Und das flache Ding daneben, wo Leute drin sitzen können, ist die Puderdose. Puderdose. Ach, guck mal, wie süß. Das ist übrigens ein Brunnen, der wird von den Berlinern genannt. Wie wird der genannt? Hässlich? Wasserklops. Und der Wasserklops, da ist so dekoriert mit so kleinen Geschenken. Da kann man seine Arme auch anstecken. Guck mal, Jessica. Ja. Ich habe auch was für dich mitgebracht. Man kann euch... darf ich daran mal zurzeln? Die hängt mache, da unten. Mache dazu. Lasse dazu. Reden kannst du. Ja, natürlich. Du die Augen aufmachen. Soll ich die Augen jetzt aufmachen? Nee, oh Mann, nein. Also ich bin mittlerweile völlig zerstört um die Augen rum. Ist ja furchtbar. Aua. Jetzt hast du da irgendwas. Ist dein Haar wieder drin? Nein. Jetzt hast du voll abgerufen. Komm her, du Scheißopfer. Was ist denn jetzt? Jetzt geht's dir noch mehr ab. Oh, und du tränst. Ich hab das Gefühl, ich bin erstmal. Aua. Du bist quasi Mode des Auges. Oh, kacke. Nee, weißt du, ich mach die jetzt einfach ab. Oh, das geht gar nicht ab. Komm her. Dann lass sie dran. Sie hängt jetzt unten so ein bisschen fest, was? Leuchte mal drauf, das ist sehr spektakulär. Oh. Nee, let's geh weg mit deinen komischen Händen. Aber dein Ober- und Unterlid klebt zusammen. Warte mal, ich hab ein Ende vom Schminkpinsel mit bei, damit mach ich den Klebefaden weg. Ja, bitte. Israel, hello. Hello, darling. Mal gucken, wer ist. Du bist doch? Are you gay? Yes. No. No gay. Not for now. Not for now, but he is gay. No. Look at the ears, they're gorgeous. Gorgeous ears, yes. Ich glaube schon, dass der ganz schön schwul ist. I want to take a picture with you. Yes, sure. Come here. My name is Nikolai. Nikolai. Ah, oh, don't touch me! No touch. I don't touch you, I just feel you. Somebody touch me! No, my no, arms no. are Somebody here. Somebody touching me! Sharing is caring.